In der Dunkelheit der Lascaux-Höhle in Frankreich klingt ein Echo aus der Vergangenheit nach. Diese 20.000 Jahre alten Höhlenmalereien, berühmt für ihre lebendigen Darstellungen majestätischer Tiere, könnten mehr sein als nur Bilder. Es finden sich rätselhafte geometrische Muster. Was wäre, wenn diese Muster die älteste bekannte Form der Schrift wäre? Eine Sprache, die darauf wartet, entschlüsselt zu werden. Derek Cunningham, ein Autor, der sich diesen Mustern intensiv gewidmet hat, glaubt genau das. Er war mit dieser Meinung lange alleine, aber Kollegen aus Cambridge kommen mittlerweile zu einem ähnlichen Ergebnis. Aber auf welchen Beweisen basiert die gewagte Hypothese? Wie verändert das unsere Sicht auf die Anfänge menschlicher Kultur und Kommunikation? Und wenn es Schrift ist, was wollen unsere Vorfahren uns mitteilen? In der Lascaux-Höhle vermischt sich Kunst und Astronomie in einer Weise, die unsere Vorstellungskraft herausfordert und vielleicht sogar die Menschheitsgeschichte umschreiben könnte. Die Geschichte der Schrift ist komplex und umstritten. Echte Schrift besteht aus grafischen Zeichen, um menschliche Sprache darzustellen. Sie wurde aus dem Wunsch heraus erschaffen, Informationen zu speichern und über Generationen und die Zeit hinweg weiterzugeben. Die Vorläufer des geschriebenen Wortes sind Symbole und Piktogramme, also zum Beispiel Hieroglyphen oder die Reliefs auf den Säulen von Göbekli Tepe, die auf ein Alter von 12.000 Jahren geschätzt werden. Sie übermitteln zweifellos Informationen, aber wann zählt etwas als Schrift? Was wir brauchen, sind mehr als einzelne Symbole. Wir brauchen ein Schriftsystem, Regeln. Wenn wir das voraussetzen, wie alt ist dann die erste Schrift, die wir bisher finden konnten? Die ersten bekannten Schriftsysteme entstanden vor etwa 5500 Jahren. Die früheste Form der Schrift, die Protoschrift, entwickelte sich im 4. Jahrtausend vor Christus in der frühen Bronzezeit. Die vollentwickelte Schrift entstand jedoch erst im späten 4. Jahrtausend vor Christus mit den ersten bekannten Schriftsystemen wie die sumerische Keilschrift in Mesopotamien und waren hauptsächlich für administrative und religiöse Zwecke gedacht. Wir können also festhalten, Schrift mit System soll vor 3500 bis 5500 Jahren entstanden sein. Aber ist das wirklich so? Hier sehen wir Tiere, das hat doch nichts mit Schrift zu tun. Nun, es sind wie anfangs erwähnt nicht nur Tierbilder, die Forscher und Besucher gleichermaßen faszinieren, es sind die mysteriösen geometrischen Muster, die zwischen und um die Tierdarstellungen herum zu finden sind, die Fragen aufwerfen. Die Hypothese? Ein astronomisches Schriftsystem. Der Autor Derek Cunningham sieht darin etwas Erstaunliches. Die rätselhaften linearen Muster, die an diesen uralten Städten gefunden wurden, könnten laut seiner These eine archaische Form einer astronomischen Schrift sein. Diese Idee geht über die bisherigen Theorien hinaus, indem sie vorschlägt, dass diese Muster nicht nur dekorative oder symbolische Bilder sind, sondern konkrete astronomische Beobachtungen und Ereignisse enthalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Theorien zur Bedeutung prähistorischer Kunst, bietet Cunninghams Annahme eine konkrete Grundlage für wissenschaftliche Überprüfung. Sie basiert auf der Idee, dass die geometrischen Muster spezifische Winkel darstellen, die mit der Zeitmessung des Himmels, wie der Bewegung von Sonne und Mond oder der Vorhersage von Sonnenfinsternissen verbunden sind. Zum Beispiel zieht eine Reihe von 13 Punkten, die von einer kastenförmigen Zeichnung ausgehen, besondere Aufmerksamkeit auf sich. Für Astronomen könnte dies auf das Konzept von 13 siderischen Monaten in einem Sonnenjahr hinweisen. Die Winkel in den Mustern zeigen also nach seiner Theorie bestimmte Zeitperioden, wie etwa den siderischen Monat oder den Zyklus der Mondnotation. Wenn die geometrischen Muster und Punkte in den Höhlenmalereien dazu dienten, komplexe Informationen über astronomische Zyklen und Ereignisse darzustellen, dann erfüllen diese Muster eine grundlegende Funktion der Schrift. Sie kodieren Wissen, das unabhängig vom ursprünglichen Beobachter verstanden werden kann. Die Fähigkeit, Wissen über Generationen hinweg zu bewahren und zu übermitteln, ist eine der revolutionärsten Funktionen der Schrift. Wenn die Höhlenmalereien tatsächlich genutzt wurden, um astronomische Beobachtungen und Kalenderinformationen festzuhalten, dann boten sie eine Methode, dieses wichtige Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dies bedeutet auf eine bewusste Anwendung von Schrift, lange bevor die Entwicklung von Schriftsystemen im historischen Sinn dokumentiert ist. Die Verwendung abstrakter geometrischer Muster, um konkrete astronomische und zeitliche Konzepte darzustellen, zeigt ein hohes Maß an kognitiver Fähigkeit und kultureller Entwicklung. Diese Umwandlung von Beobachtungen in symbolische Darstellungen ist ein entscheidendes Merkmal der menschlichen Sprache und Schrift. Aber nicht nur Cunningham sieht Anzeichen für eine Schrift vor 10.000 Jahren. Forschende aus Cambridge haben am 5. Januar 2023 einen Artikel veröffentlicht, welcher ebenso erstaunliche Erkenntnisse bietet
Agenten Cunninghams Theorie untermauert. Es wurde untersucht, wie drei häufig auftretende Symbole, Linien, Punkte und das Y-Zeichen, als Kommunikationsmittel dienten. Diese Symbole, die oft neben Tierbildern gefunden wurden, könnten, so die These, einen weiteren Versuch der Menschheit darstellen, Informationen systematisch aufzuzeichnen. Linien und Punkte, wenn sie in der Nähe von Tierbildern auftreten, repräsentieren Monate und sind Teil eines lokalen Kalenders, der ebenfalls auf den Mondphasen basiert und im Frühling beginnt. Dieser Kalender diente wahrscheinlich dazu, saisonale Verhaltensweisen bestimmter Beutetiere aufzuzeichnen. Interessanterweise deutet das Y-Zeichen auf das Ereignis Geburt hin. Seine Position in einer Abfolge von Zeichen gibt den Geburtsmonat an. Diese Interpretation legt nahe, dass die Kombination dieser Zeichen mit Tierbildern ein ausgeklügeltes System zur Aufzeichnung und Übermittlung von Informationen über die Tierwelt und ihre saisonalen Muster darstellte, und das noch viel weiter in der Vergangenheit, bis zu 42.000 Jahre. Durch Statistik haben die Forscher bestätigt, dass diese Zeichenmuster wirklich mit dem Verhalten der Tiere in den verschiedenen Jahreszeiten übereinstimmen. Wir werden euch den Artikel in der Videobeschreibung verlinken. Fazit: Diese frühen Ausdrucksformen menschlicher Kreativität und Kommunikation werfen ein neues Licht auf die intellektuellen Kapazitäten unserer Ahnen. Sie deuten darauf hin, dass der Wunsch, Beobachtungen und Erkenntnisse festzuhalten und zu übermitteln, tief in der menschlichen Natur verankert ist. Obwohl diese Ausdrucksformen nicht als Schrift im herkömmlichen Sinne, also als direkte Übertragung von Sprache in Symbole, verstanden werden können, markieren sie doch einen entscheidenden Schritt in der Evolution der menschlichen Kommunikation. Die Komplexität und Vielfalt dieser prähistorischen Zeichen und Bilder unterstreichen die Fähigkeit der Menschen, abstrakte Konzepte zu erfassen und diese durch visuelle Mittel zu kommunizieren. Dies legt nahe, dass die Grundlagen für die Entwicklung von Schriftsystemen, die später in der Menschheitsgeschichte auftauchen, bereits in diesen frühen Formen der künstlerischen und symbolischen Darstellung angelegt waren. Indem wir diese urtümlichen Formen der Schrift als eine facettenreiche Methode zur Wissensübertragung und als Zeugnis für das abstrakte Denken erkennen, erweitern wir unser Verständnis der kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der prähistorischen Menschheit. Diese frühen Bemühungen, die Welt zu verstehen und dieses Verständnis zu teilen, sind somit ein wesentlicher Bestandteil unseres kulturellen Erbes. Aber was denkt ihr über diese Interpretation der Höhlenmalereien? Teilt eure Gedanken und Ideen gerne in den Kommentaren. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder fragen: Was wäre, wenn?